ein schöner Knopf, aber ich glaube nicht, dass du da drauf passt. Weg mit dir. Und der da? Ja, du bist in der Farbe großartig, aber natürlich fallst mir ja durch die Knopflöcher durch. Also dich nehme ich jetzt so. Es ist mir ganz wurscht, ob du jetzt passt oder nicht. Du bist angenehm. Ja? Hilla, das ist neu. Was ist neu? Du führst Selbstgespräche? Nein, ich rede mit meinen Knöpfen. Aber. Ich suche einen für meine alte Weste, aber keiner will passen. Aber bitte dich, das ist doch kein Thema, für eine Dichterin mit einer alten Weste reden. Oh. Ja, ja, tu dich nur auf meine Kosten unterhalten. Ich werde dir was erzählen, mein Lieber. Ja? Ja, diese Weste hat mir nämlich vor Jahrenden und Jahrenden, sagt der Hamburger, ja, hat mir diese Weste geschenkt, eine Tante, eine liebe Tante. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich dieses alte Ding überhaupt noch besitze. Und heute fällt die mir zufällig in die Hand. Na ja, und da habe ich mir gedacht, weißt du, diese Tante, die war nämlich reizend. Ja. Ja, und ich habe so angenehme Erinnerungen an die Weste. Die habe ich nämlich so wahnsinnig gern angezogen, wenn ich, ach Gott, wenn mir schlecht war oder wenn mich so ein bisschen gefröstelt hat und ich habe geglaubt, ich kriege eine Erkältung oder was. Jedenfalls hat diese Weste mich, wie sagt man so schön, sie hat mich behütet. Mm. Und ich habe sie aus diesem Grund die gute Luise genannt. Mm. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, die könnte ich fabelhaft brauchen, oben in der Mansarde. Da soll sie nämlich mein Maskottchen sein beim Schreiben. Ich glaube nämlich an Maskottchen, verstehst du? Bitte dich, warum nicht? Ich glaube nicht an Maskottchen, aber das macht jeder, wie er will. Ja. Ja, weißt du, bei gute Luise allerdings, da fällt mir eine Birne ein. Ja, du, die Tante, die hat wirklich ein bisschen wie eine Birne ausgesehen. Die war so ganz schön und hübsch und schmal hier im Gesicht. Und dann ist sie gegen unten so immer breiter und breiter geworden. Aber sie war eine Seele von einem Menschen. Naja, nur weil du gerade sagst, du hast alte Sachen da. Ich habe auch alte Sachen gefunden. Na geh. Ich habe dann, ich stöber ein bisschen herum bei meinen alten Unterlagen. Da habe ich gefunden, unter anderem unseligen Angedenkens den Ahnenpass. Gottes Willen, den hast du aufgehoben? Na ja, Gott, ich habe vieles aufgehoben. Ich habe zum Beispiel auch aufgehoben die Identitätskarte, die man dann ein bisschen später gebraucht hat. Ja, kann ich mich erinnern. Ja. Eine blöde Erinnerung. Naja, ich habe das Ganze deswegen gemacht, weil ich doch gestern bekommen habe, also einen Brief von Lafitz aus Meißen. Ach so. Das ist natürlich sehr merkwürdig, denn erstens habe ich mich natürlich gefragt, wieso Lafitte in Meißen, woher haben die unsere Adresse? Ja, komisch, nicht? Ein Rätsel. Und darüber hinaus haben wir dann andererseits wieder gedacht, naja, es wäre natürlich ganz interessant zu erfahren, ob diese Lafitte mit uns Lafitte verwandt sind. Verwandt? Du, das wäre nämlich wirklich interessant, no? Franz. Du, vielleicht können uns da der Guido helfen. Na gleich, der Guido kann uns ganz bestimmt nicht. Wieso nicht? Erst einmal hat der Guido alle Unterlagen, die er jemals gehabt hat, mir gegeben und gesagt, du, ich brauch die nicht, ihr habt's Enkel, vielleicht interessiert die das einmal. Na, vor allem der Ahnenpass. Ja. Naja, und davon abgesehen, weißt du, der Guido, aber gleich bitte, der hat doch ein schlechteres Gedächtnis als ich. Kannst du dich nicht mehr erinnern, voriges Jahr mussten wir doch einmal im Tagebuch von der Mama nachschauen, weil nicht klar war, ob wir Masern gehabt haben oder nicht. Ja, ich kann mich genau erinnern, das war doch damals, als die Kinder von der Birgit die Masern hatten, gell? Ja, siehst du, und nicht einmal das hat der Guido gewusst. Ja, aber du auch nicht, gell? Weil sonst hättet ihr nämlich nicht das Tagebuch von der Mama suchen müssen. Ja, natürlich. Na ja, nun, und was ist jetzt? Hattet ihr eigentlich Masern oder hattet ihr keine? Ja, also ich glaube, der Guido könnte möglich. Du weißt das ja schon wieder nicht. Naja, es ist ja letztlich auch ganz egal, also ob wir einen Masern gehabt haben oder nicht. Ich bin gerade was anderes gedacht. Ich habe noch nächsten Samstag ist wiederum der von mir ja nicht so überaus geschätzte Fasching-Samstag, weil ich bin ja kein großer Tänzer jemals gewesen. Ja, leider. Ich meine, tanzen. Beim Fasching hat man ja keinen Platz zum Tanzen, aber ich hätte gern, mein Leben lang hätte ich gern getanzt. Aber wenn du durchaus darauf wütend bist. Der Hellmann hat uns doch für nächsten Samstag, der macht doch hier im Haus, in der Konditorei, für die Hausbewohner eine Faschingsparty.
Ja. Gott sei's geklagt. Ja, aber Franz, gell, wir werden uns nicht verkleiden, bitte. Wir sind aus dem Alter heraus. Na ja, also bitteschön, ich weiß nicht, wie du's hältst. Ich verkleide mich nicht. Nein, ich auch nicht. Ah, du, aber dann weiß ich was anderes. Na? Wir könnten am Nachmittag könnten wir einen Sprung auf die Ringstraße gehen. Da ist der am Faschingssamstag immer dieser Faschingsumzug der Wiener Wirtschaft. Das ist manchmal ganz lustig. Na gut, wenn das Wetter halbwegs ist. Na ja, gut. Nur wenn es nicht, na, wenn wir sehen. Ja. Na ja, aber sonst, jetzt möchte ich natürlich doch sehr gerne wissen, also sind diese Lafitte aus Meißen mit uns verwandt oder nicht? Aber wie kriegt man das aus? Ja, ich hätte einen Vorschlag dafür. Ja? Ja, da hilft nur ein reger Briefwechsel. Ja, das ist ein Vorschlag, und was? So ein Käpferl muss einmal modern. Jawohl. Naja, Schein, du hast recht, dass ich werde gleich einmal gehen. Werden wir einen Antwortbrief schreiben und dann werden die uns zurückschreiben. Ja, und vielleicht werden wir dabei irgendwann einmal auf einen grünen Zweig kommen. Ja, Frau Otti, warum kochen Sie für die Verwandtschaft nicht was Sie können? Ah, der Janik will dringend Gratrouladen. Zahlen bitte. Ja, sofort. Ja, ich kann es nur so, wie es meine Großmutter auch gemacht hat. Also ein Selchfleisch klein gehackt und zwei Semmeln in Milch ausgedrückt und ein bisschen Petersü und ein bisschen Rahm auch. Zahlen, bitte. Ja, sofort. Ein bisschen Rahm, da haben wir ja schon gehabt. Na, Pfeffer, Salzen, ich tue ja auch Knoblauch rein, aber ich tue außer ins Kompott überall einen Knoblauch rein. Ich meine, den kann man ja auch weglassen, wenn die Verwandtschaft lieber nicht so stinken will. Bitte hören Sie nicht, wir wollen zahlen. Ja, ich komme sofort. Ja, Frau, die wissen Sie was, machen Sie zuerst die Fülle, übers Grad reden wir später. Ich habe nämlich Gäste da, ja. Und durchschreiben. Hat schon aufgelegt. Ja, zahlen gewünscht. Bitte sehr, entschuldigen Sie, ich weiß, das war ein wichtiges Telefongespräch. Also, der Herr hat gehabt zwei Melangen, drei Kropfen, einen Weintraum, zwei Soda Zitron und die Dame hatte einen kleinen Mokka. Bitte schön, das macht 140 Schilling. Bitte sehr. Ich zahle, der Rest ist für Sie. Oh, danke vielmals. Danke schön. Es geht mich an nichts an, aber Sie dürften da einen Kavalier der alten Schule erwischt haben, ne? Wir sind eben geschieden und er darf ziemlich viel Alimente zahlen. Oh, nur wenn er es sich leisten kann. Warum? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke vielmals, hören Sie uns bald. Das ist ein Faschierz, kennt's nicht mehr, die Otti. Das muss ich ja noch sagen. Faschierz ist immer, wenn es ans hält und überhaupt, das geht sogar, das Ganze geht auch nur mit Faschierten, geht's auch. Jetzt ist, ich bitte. Wie können Sie sich so heranschleichen? Und heranschleichen ist überhaupt keine Rede. Ich bin ganz normal in die Lokalität gekommen, wie immer. Nur wenn Sie mit einem Ihrer zahllosen Liebhaber telefonieren, sind Sie wie ein Balzer in der Auerhahn. Sie sehen und hören nichts. Man hat eben so seine Zeiten. Wollen Sie was? Gegenteil, ich bring was. Bitte sehr. Nachdem Sie bedauerlicherweise den Kriminalroman, den ich Ihnen geschenkt habe, schon gekannt hatten, habe ich mir erlaubt, Ihnen statt Sein einen anderen mitzubringen. Ich hoffe, Sie kennen den nicht auch schon. Der Tod in Etappen klingt grauslich, ne? Also den kenne ich sicher nicht, weil an die Etappen, die ich mich erinnern kann. Ist im Grunde eh ganz wurscht, weil ich schlafe 10 Uhr dabei, dann kann ich aber wieder zurückplaudern, wer denn überhaupt die Leiche ist und wer der Mörder, nicht? Ne, aber wenn Sie eh so dekonzentriert sind, dann ist es doch wurscht, dann hätten Sie nur gleich den ersten gehalten können. Ich habe aber noch eine Idee. Ich sage Ihnen von dem, wer der Mörder ist und nehme das Buch wieder mit. Nein! Weil dann brauche ich was zum Einschlafen, ne? Ja, gut, also. Rippen herausschneiden, abbrühen, weichklopfen, Fülle drauf, ins Rohr schieben. Gut? Gut. Was ist? Ja, Rippen heraus, abbrühen, weichklopfen. Da schenke ich Ihnen so einen harmlosen Kriminalroman. Und dann stellt sich heraus, Sie sind das Oberhaupt einer kannibalistischen Sekte und geben durch, wie die Opfer zubereitet werden. Das ist aber nicht schlecht. Also, ich muss sagen, es hätte mir nicht gedacht. Jetzt weiß ich auch, warum Sie in letzter Zeit so verfallen. Weil Sie einfach das Doppelleben, nicht das zehrt an Ihnen. Ich verfall, das hat mir noch niemand gesagt. Na, das glaube ich, weil das traut sich keiner. Ich schon, also... Auch wenn Sie mich ins Rohr schieben. Sie sind nicht einmal im faschierten Zustand zu verwenden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht einmal im faschierten Zustand. Und ins Rohr schieben will ich Sie überhaupt nicht.
Und warum nicht? Ja, weil sie nicht schmecken. Weil das kann ich nicht einmal der tschechischen Verwandtschaft von der Otti kann ich das anbieten. Weil die glauben, wir haben so eine scheißliche Kuchel. Ne? Ah, die ist im Moment zugegen, die Verwandtschaft von der Otti? Und wie? Sie macht Krautrouladen, aber die hat sie noch nie gemacht. Und der Janek, der kann ja nur Müll speisen, nicht? Aber was ist mit Ihnen? Sie kennen doch alles. Ich meine, warum gastieren Sie dort nicht das Köchchen? Weil ja dann logischerweise niemand hier in der Konditorei wäre, nicht? Auch wieder falsch, weil dafür gibt es ja einen Lehrbuben. Als ein Lehrbub, wie schon der Name sagt, der lernt. Na, das ist ein Blödsinn. Wie schon der Name sagt, müsste ja dann Lernbub heißen. Nicht, dass das irgendwie passt, das nicht so. Es passt zusammen. Und außerdem ist er nur stundenweise da und dann muss man ja ständig muss man auf den aufpassen. Der lässt alles fallen. Ich meine, ich will von den Torten gar nicht reden, die schmerzen natürlich den Janek sehr. Aber ich habe sogar von meinem eigenen Geld schon Teegläser gekauft. Also ich glaube, unter ihrer Mörderseele schlägt doch ein menschliches Herz. Sagen Sie, aber wenn das so ist, wie Sie sagen, heißt das dann im Klartext, dass es heute bei den Lafitz oben Kajausen gibt? Hinter Ihrer Scheinheiligkeit wohnt eben doch ein Verfressener. Die Birgit hat sich netterweise bereit erklärt, wenn oben genug Gäste da sind und ich kann hier nicht weg, die Jausen von hier hinaufzubringen. Das ist überhaupt ideal. Das heißt, es gibt oben die herrlichen Janek-Krapfen, dass sie ja offenbar nicht dazu gekommen sind, irgendein Strudel zu verbrennen. Eine Frage habe ich noch, ja. Liebe Frau Sockerl. Aus was wird denn die Rippe rausgeschnitten? Aus dem Kraut natürlich. Aus dem Kraut? Und warum? Damit es weicher ist und sich besser rollen lässt. Warum wollen Sie das wissen? Ich verstehe. Weil, das kann ich Ihnen schon sagen, weil nämlich die Eva, die kocht nicht so gern. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht versuche ich das in Zukunft. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Nur eines müssen Sie sehr bedenken, Herr Heinz. Und zwar? Ob Sie einen guten Hausarzt haben. Ja, aber bleibt dann halt wieder die Sokol mit der Jausen. Oh, bitte schön. Ach, grüß Gott, Herr Sektionschef. Ja, Birgit, unsere phänomenale Innenarchitektin. Danke. Sagen Sie, wollen Sie einen Rat von mir oder kommen Sie ganz einfach nur bei uns einmal vorbei und sprung auf eine Jause? Also erstens muss ich Ihnen mitteilen, Herr Sektionschef, Jause haben Sie ja noch keine, nicht? So? Weil die Frau Otti und die Herr Janek haben ja tschechischen Besuch bekommen, ne? Ah ja, richtig, Richard, wieder ganz vergessen. Das möchte mich übrigens interessieren, wie reden die miteinander? Der Janek kann ja kein Wort Tschechisch. Na, sicher nicht. Und die werden nicht sehr gut da. Otti als Dolmetsch. Naja, das wird für ihre Deutschkenntnisse, aber egal. Was hat das aber mit meiner Jause zu tun? Naja, die Frau Sokol ist jetzt ganz allein unten in der Konditorei und da hat sie mich eben gebeten, wenn es soweit ist, Kaffee und Kuchen hier heraufzubringen. Ja, und zweitens hat die Frau Hiller angerufen, irgendetwas mit der Mansarde ist nicht in Ordnung, wissen Sie was? Na, weiß ich gar nichts. Also mir hat sie nichts gesagt mit der Mansarde. Na, ist ja egal. Sie ist da drin und gehen wir zu ihr hinein. Ja, gern, danke. Sie ist gerade damit beschäftigt, einen Knopf anzunähen an die gute Luise. Wie bitte? Was, worauf näht sie einen Knopf? Da denken Sie mal nach. Ne? Denken Sie mal nach. Das ist eine kleine Denkaufgabe. Ja, so? Was kann das sein? Grüß Gott. Ja, Birgit, das ist ja nett, dass Sie zum Kaffee kommen. Nein, sie kommt gar nicht sie zum Platz. Kaffee. Nein, was direkt. Nein, erst einmal ist doch gar kein Kaffee da. Und darüber hinaus, liebe Hila, hast du sie doch angerufen? Ich? Ja. Ach so, ja. Entschuldigt, was war da denn das noch? Aha. Ich glaube, ich kann mich da dunkel erinnern, dass ich vorhin, als ich nicht genau wusste, wegen der Masern, dass du da so irgendwie einen ironischen Unterton gehabt gibt hast. Sie haben ja eigentlich mit der Mama telefoniert. Die hat aber nur verstanden, geht nicht hin und her. Mehr hat sie nicht mitbekommen, weil der kleine Edi gerade furchtbar gebrüllt hat, dass er dringend AA muss. Jetzt weiß ich. Ja? Selbstverständlich, hin und her, jetzt fällt es mir ein. Wissen Sie, die unterste Lade von meinem Schreibtisch oben in der Mansarde, die klemmt. Also weiß der Kuckuck, sie geht weder auf noch zu. Das heißt, zu ist sie, aber sie geht nicht auf. Vielleicht hat sich das Holz geworfen oder so. Naja, also von hier aus, ohne Anschauen, kann ich das natürlich schwer beurteilen. Ja, wissen Sie, und ich brauche so dringend. Diese Lade ist mein Zettelkasten. Ja, du weißt du, sowas braucht man. Also ich schreibe so ganz schnell, wenn mir was einfällt. Irgendwelche Notizen oder Gedankengänge, Gedankensplitter, na, was man halt so braucht. Naja, und da hat sich halt so ein Splitter, hat sich halt verhakelt.
Also wirklich, dir ist kein alter Witz billig genug, als dass du ihn nicht verwenden würdest. Ja, Ella, neue Witze sind ja so selten und so teuer. Naja, also vielleicht klemmt wirklich nur eine Kleinigkeit. Nein, das glaube ich nicht. Also von Kleinigkeit kann keine Rede sein. Da kennen Sie die Hilla schlecht. Die Hilla hat ja ein sehr kräftiges Temperament. Sie war sicher wütend. No, und wenn sie wütend ist, da entwickelt sie Kräfte, nicht wahr? Die hat sicher an der Lauer angerufen. Ach so, aber er kennt mich wirklich. Ja, du, ich habe diesem Schreibtisch einen Mordstrom-Renner gegeben. Tut mir leid. Ne? Schau mal nach. So, no, 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 no. So, no, geht's wieder, Heinz? Ja, Moment. Moment, noch nicht an. Ich muss mich ein bisschen erfahren. Absolut fit sind Sie aber nicht. In Ihrem Alter wäre ich noch glatt in Fujiyama hinaufgeklettert. Was heißt wäre ich? Warum sind Sie es denn dann nicht? Damals konnte man noch nicht nach China. Ach, interessant. Also, ich weiß ja nicht, wie das, aber jedenfalls, seitdem ich den Fujiyama kenne, ist er in Japan. Ach, das habe ich gern. Keine Luft kriegen, aber frech sein, was? Ich kriege nur keine Luft, weil die da keinen Lift haben. Nicht? Das ist mir auch aufgefallen. Schließlich sind wir nebeneinander die Stiegen hinaufgestiegen. Ja, nebeneinander ist lieb von Ihnen. Im Grunde sind wir nacheinander die Stiegen hinaufgestiegen, weil Sie sind ja die Stiegen hinaufgehupft wie ein Gasbock. Ich meine, ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Sie könnten ja noch eine Spätkarriere als Bergführer machen. Na, lieber nicht. Ein Schweizer Bergführer hat einmal bei einem Interview gesagt, der Abstieg ist immer so einsam. Sagen Sie, was ist denn wirklich los mit Ihnen? Naja, was heißt los? Erstens, einen niedern Blutdruck habe ich sowieso. In der letzten Zeit habe ich vertrottelt viel geraucht. Dann stehe ich den ganzen Tag im Geschäft. Am Abend mache ich Inventur. Und dann nachher sitze ich noch bis zum Morgengrauen mit der Eva und debattiere, weil die debattiert so gerne. Mein Gott, wie mich das erinnert. Solche Mädchen habe ich auch gekannt. Und heute weiß ich nicht einen Satz mehr, wegen dem ich damals womöglich verzweifelt um den Häuserblock gerannt bin. Sie sind je verzweifelt um Häuserblöcke gerannt? Na, glauben Sie vielleicht, wir haben keine Debatten gekannt, keine schlaflosen Nächte und keine Häuserblocks. Aber Sie sind wirklich arg. Sehr. Trinken Sie einen Kaffee, ja? Hilft wieder auf die Beine. Und ein gut gemeinter Rat von mir. Rauchen Sie täglich eine Zigarette weniger. Und versuchen Sie gelegentlich einmal eine Nacht durchzuschlafen. Ich sage Ihnen, das wirkt Wunder. Hey, Bim Bam, da kommt man ja schier ums Kind. Habt ihr mich erschreckt? So herausstürzen wie die Berserker. Ist alles wieder in Ordnung? So was, ja, ich bin erschrocken. Trinken Sie den Kaffee, dann ist alles wieder in Ordnung. Naja, das mit dem Kaffee, der ist nämlich noch nicht fertig. Gut, entschuldige mich, ich bin gleich wieder da. Wir müssen einen Sprung in die Mansarde. Das auch noch. Ist gut. Na? Bisschen menschenleer, die Lokalität. Wenn da eine Rauferei ausbrechen müsste, dann möchte ich ganz bestimmt gewinnen. Und ich habe mich so schön gewandert für die Kotz, das heißt umsonst. Frau Sokol, hallo, liebenswürdige Frau Sokol. Ja, Herr Pavel, Sie kommen noch so knapp vom Zusperren. Also selbstverständlich, küsst die Hände. Ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht, erstens. Und zweitens, ich habe nichts Besseres zu tun. Danke, sehr freundlich, sehr liebenswürdig. Nein, ich meine, gibt es was Besseres zu tun, als wie sich erkundigen, wie es Ihnen geht? Sagen Sie mal, Herr Babel, riechen Sie so laut? Ich rieche nicht, ich dufte. Also duften. Ja, das ist ein Weihnachtsgeschenk von der Otti und vom Edi. Ist das ein Weihnachtsgeschenk? Ein Gel nennt man das. Was? Gel. Ah, Gel, meinen Sie? Gel, ja, nur so. Gel. Oder so, ja. Und das habe ich mir hinaufgetan. Ich muss sagen, es tut mir ein bisschen beißen. Ja, haben Sie es denn nicht wieder heruntergespült? Na, freilich. Runterwaschen wäre man es auch noch, damit die Parfümeristen noch mehr verdienen an der ganzen Sache. Schmeckt Ihnen nicht? Oh ja, ein bisschen intensiv ist es wie ein Gösenspray. Das macht nichts, das wird sich verbräseln mit der Zeit. Ja, bitteschön. Herr Babel, nehmen Sie doch immer Platz für den Fall, dass vielleicht doch wer kommen soll. Aha. Sie wollen mich also verstecken. Da müsst ihr aber schon ein Zelt über Sie werfen. Noch dazu, wo ich mich Ihnen zuliebe so
und gewandert habe. Er ist mir sofort aufgefallen, sehr fesch. So, bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Und was darf ich Ihnen bringen, weil heute sind Sie von mir eingeladen. Ja, also dann würde ich bitten, bringen Sie mir... Was ist los? Ja. Grippes. Bringen Sie mir bitte, und mir, mein Gott, also bringen Sie mir bitte ein kleines Stamperl Tee und einen großen heißen Rum. Sie meinen umgekehrt? Na, umgekehrt ist fad. Ich habe doch gesagt, Grippes, und außerdem, ich spüre ja schon, wie sich ein Virus, wissen Sie? Ein wer? Das ist amerikanisch, Virus ist Virus. Ein Virus schleicht sich heran, und wenn der den Rum spürt, fängt man sich an zum Ducken. Ja, aber Ihre Leber auch, aber bitteschön. Müssen Sie nicht ins Burgtheater? Nein, heute nicht. Heute habe ich einen freien Tag. Auch ein Billetär muss einmal einen freien Tag haben. Und da möchte ich Sie fragen, Frau Sokol, liebenswürdige Frau Sokol, möchten Sie nicht heute mal mit mir zum Heiligen gehen wieder? Ja, also ich weiß nicht. Ich bin nämlich gar nicht darauf eingestellt. Ja, weil Sie es nicht gewusst haben, dass ich Ihnen einladen werde. Aber jetzt wissen Sie von Ihrem Blick und jetzt können Sie sich darauf einstellen. Na, lass es doch an einsamen Menschen nicht noch einsamer, wie er sowieso schon ist. Ich kann mich doch nicht jetzt bei dieser Witterung, bei diesem Grippewetter, kann ich mich doch nicht im Park hinaussetzen und zuschauen, wie andere die Tauberln fittern, Tauberln vergiften im Park und dann die... Es ist auch nicht die Zeit jetzt, nicht mal, dass man die Liebespaare beobachtet, wie sie so sitzen in den Parken. Herr Pavel, bitte, ne? Hören Sie auf mit diesen herzzerreißenden Schilderungen, ja? Hier, Dankeschön. Ist Ihr Tee. Mein Gott, das ist so klein, da duckt sich ja nicht einmal das Kind von dem Virus. Virus ist das. So, also haben Sie sich überlegt, gehen wir miteinander? Oder bringen Sie mal vorläufig zur Beruhigung ein Stück Mehlspeis, was? Nein. Noch geht's, noch geht's. Sonst wollen Sie sich unbedingt den Appetit verderben auf ein Glas Wein, ein bisschen Schweinsbraten, ein paar Gurkeln. Es könnte ja auch eine Stelze sein. Ich glaube, wir zwei hätten die schon der Bocken. Hm? Das heißt also, Sie würden sich herunterlassen, mit mir zum Heiligen zu gehen? Ich würde mich herunterlassen. Ja, na, Fabra. Und die Stelzen, da packen wir. Und wenn nicht, lassen wir es einpacken für den Hund. Ach, Sie haben einen Hund? Nein. Aber wir lassen es immer einpacken und wir könnten ja zum Frühstück morgen gemeinsam nach dem Aufstehen die Stelzen. Du sagst es. Na, also gut. Na, also was sagst du zu dem Brief? Sehr interessant. Sehr interessant. Du, Franz, glaubst du, es könnte tatsächlich sein, dass diese Lafitte in Meißen mit uns verwandt sind? Natürlicherweise könnte es sein. Deswegen habe ich ja den Brief zum Lesen gegeben, aber ich will nicht wissen, ob es sein könnte. Ich will wissen, ob es ist. Na ja, siehst du. Du, da fällt mir was ein. Ja, was denn? Vielleicht sind diese Lafitte Porzellanmaler. Das ist also, wenn da sonst nichts einfällt, genauso gut können es auch Hufschmiede sein. Also, verzeihen Sie mir, ich mische mich ungern in Familiendiskussionen, ich mische mich auch gleich wieder heraus, aber Hufschmied ist unwahrscheinlich, nicht? Wieso? Naja, weil die in Meißen haben ja Autos, nicht? Ich meine, die heißen zwar Trabis, aber es handelt sich dabei keineswegs, wie man glauben könnte, um ein Pferdefuhrwerk, sondern sind Autos. Naja, mein lieber Bruder weiß nämlich nicht, dass in Meißen eine der berühmtesten Porzellanmanufakturen der Welt ist. Ja, selbstverständlich weiß das dein lieber Bruder, nicht warum, dass du ein Schuss ins Blaue. Das ist genauso, wenn du sagen würdest, weil einer aus Kiel ist, muss er eine Sprotte sein. Nun, der Vergleich hinkt, der hatscht sozusagen. Der passt überhaupt nicht. Ja, also ich bin untröstlich, Heinz. Franz, du verstehst meinen Gedankengang nicht. Meines Wissens waren doch fast alle Lafitte Maler. Ja, also meines Wissens noch auch. Aber du stellst mich dann so debil hin, wenn doch die ganze Familie immerzu gemalt hat. Man muss den abtrennen, der nicht passt. Ja, lieber Heinz, Ihre Kommentare machen mir heute eine ungeheure Freude. Also was willst du, Guido? Soll ich vielleicht auf meine alten Tage zum Malen anfangen? Na, das wäre furchtbar. Malen, du erinnerst dich doch an dein Schneewittchen. Mein Schneewittchen? Schneewittchen hat nie was... Ach so, ja, ich weiß schon. Du wirst mich erinnern an diese kleine Soubrette, die du mir da mal hast wegschnappen wollen. Nein, ich will dich an die Zeichnung erinnern, die du in der Schule als Aufgabe gehabt hast. Die Mama hat es für einen Schuhlöffel gehalten und der Papa war sicher und hat darauf bestanden, das ist ein Stoppelzieher. Ja, der Sektionschef war immer seiner Zeit weit
voraus, nicht? Wenn er heute ein Schneewittchen in Form eines Stoppelziehers malen würde, dann wäre das was wert. Ja, eben, eben. Sein Schneewittchen von damals wäre heute... wie ein Fünfer mit Zusatzzahl, ja, zumindest. Ja, ja, überglücklich, dass ich euch zwei habe. Ich befasse mich da ernstlich mit Familiengeschichte und für euch beide ist das nur eine Gelegenheit, euch Späße zu machen und blöde Heiterkeit. Franz, komm, komm wieder herunter vom Baum, ja. Ich sag dir was. Dieses Ehepaar in Meißen, könnten die nicht mit dem Bruder unseres Großvaters verwandt sein oder abstammen? Lieber Guido, da sagst du mir eine ungeheure Neuigkeit. Das weiß ich auch, dass sie verwandt sein könnten. Ich will aber wissen, ob sie es tun. Ja, ja, ich habe auch keine Ahnung. Da müssen wir die Kristallkugel von der Neuberger befragen. Lieber Herr Sezionschef, bevor Sie Ihren werten Bruder ins Gesicht hüpfen, frohe Botschaft. Ja? Ich habe den passenden Knopf gefunden. Lieber Herr Heinz, das ist mir wurscht, weil das ist nicht meine Strickjacke. Das ist die gute Luise von der Hilla. So. Aber bitte, wenn Sie den Knopf schon gefunden haben, na, dann zeigen Sie doch, wie geschickt Sie sind, nehmen Sie ihn an. Ja, jetzt leider wieder. Also, wer kann denn das schon wieder sein? Aber der ist nicht schlecht. Nein, nein, er ist gut. Der verwechselt mit dem tapferen Schneiderlein. Jetzt will er, dass ich den Knopf annehme? Ich meine, ich kann überhaupt nicht nähen. Bin viel zu ungeschickt. Warum finden Sie dann den passenden Knopf? Das ist noch viel ungeschickter. Ja, aber lieber Guido, Sie mit Ihren geschmeidigen, quirligen Uhrmacherbratzeln, für Sie wird doch das eine Kleinigkeit sein. Danke für das Kompliment von mir aus. Aber Sie müssen einfädeln. Ja? Selbstverständlich. Aber vorher müssen wir den falschen Knopf abdrehen. Nein, natürlich, das ist ja auch kein Problem. Schauen Sie, da ist die Weste, ja. Da ist die Schere. Moment. Hier. Der richtige Knopf ist schon da und der falsche Knopf, ja. Schnipp, schnapp, ist auch gleich ab. Ja, schnapp, bei Ihrer Geschicklichkeit müssen wir beide dann nachher eine neue Weste stricken. Ja, also jetzt tu nicht so geheimnisvoll, denn ich weiß es ja, dass ihr beide, die Oma und du, in den nächsten Tagen euren Hochzeitstag feiert. Naja, das weiß ich auch, aber wann? Sag mir, woher weißt du das übrigens? Ich bin überzeugt, die Hilla weiß so wenig genau wie ich. Das habe ich gelesen, in den Tagebüchern von Papa, die habe ich nämlich binden lassen, weißt du? Ja, ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Ich habe immer gehört, junge Leute interessieren sich nicht für die Familiengeschichte. Ja, also wahrscheinlich bin ich schon außerhalb dieser Jugendkirche nicht mehr zu diesen jungen Leuten. Also ich finde es faszinierend, einfach nachzulesen, was die Vorfahren von mir getan haben. Ich entdecke da immer ein Stückerl von mir drinnen. Und ich werde auch sicherlich selber ein Tagebuch anfertigen. Nur weiß, vielleicht habe ich irgendwann einmal Kinder, dann geht das wenigstens nicht verloren. Tommy, du kommst mir sehr gelegen. Ja, ja, aber momentan möchte ich nur von dir wissen, womit ich euch eine Freude machen kann. Also, das verrate ich dir ganz bestimmt. Aber zuerst möchte ich dir lieber jetzt was sagen, zeigen, was dich sehr interessieren wird. Wir haben da einen Brief bekommen von Lafitte aus Meißen. Was, ja, du bist derjenige. Ja, komm nur, schau. Ich werde dir gleich zeigen. Ja, wissen Sie, also durch meine Tätigkeit als Bildhauer habe ich mir ja die deutsche Sprache schon so richtig angeeignet, muss ich sagen. Ich spreche schon durch das ewige Zuhören dieses sogenannte weltberühmte Burgtheaterdeutsch, dieses Komse, gehen wir schwimmen, Tschüsschen Rodriguez und so. Ich sehe es so weit kommen. Herr Babel, Sie werden auch bald im Burgtheater spielen. Ja, das möchte vielleicht gar nichts auffallen. Wir sind so ein Sprachenbabylon. Wir sind das einzige Nationaltheater mit internationalem Charakter. Finde ich gar nicht so schlecht. Die EG bereitet sich bei uns vor. Aber ich bin ja ein Spezialist, bin ich überhaupt nur auf die Klassiker. Zum Beispiel den Wilhelm Tell, den habe ich so gern. Den sehe ich so gerne. Es ist ein uraltes Stück und trotzdem, es wird auf der ganzen Welt immer wieder aufgeführt. Den Wilhelm Tell, den sollte ich eigentlich kennen von der Schule, aber ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht erinnern. Da muss ich gerade gefällt haben. Aber wenn Sie gefällt haben, wenn Sie nicht im Theater völlig wählen, zwei Karten verschaffen. Das ist sehr liebenswürdig. Sie glauben also, auf einen Sitz habe ich nicht Platz genug, nicht? Nein, ich kokettiere doch nicht mit Ihrem werten Hinterteil, aber wir sind zwar immer ausverkauft, aber hin und wieder gibt es Karten und wenn ich Karten bekomme, dann sind es immer zwei. Immer zwei. Und es ist ja, so ein Theater ist ja viel interessanter wie jeder Krimi im Fernsehen, nicht wahr? Da geht der Tell herum und resoniert und nichts passt ihm. Und er ist dagegen, er ist gegen dieses und ist gegen jenes.
Aha, er ist gegen alles. Und wer spielt denn da noch mit in dem Teil? Was heißt, wer spielt denn da noch mit? Der ganze Haufen. No? Der ganze Haufen. Sein Gegenspieler ist ein gewisser Gessler. Ah, das weißt, ist das nicht ein Vogt? Nein, Voss heißt er, Voss. Ach so. Ja, no, und der Gessler, der ist so ein Vogt, ein anderer, wissen Sie? Ein anderer Vogt, weil der richtige Vogt, der hat ja in Rumänien die Leute operiert. Und der ist ein Unterdrücker, der ist so ein Herrschaftsmensch. Den haben die fremden Leute hingeschickt in dieses besetzte Land, um die Leute zu unterdrücken. Und weil er nicht überall sein kann, dieser Wahnsinnskerl, stellt er eine Stange auf mit einem Hut drauf und jeder, der was vorbeigeht, muss grießen. Jeder. Aber das ist doch ein Blödsinn, warum lässt er denn den Hut nicht gleich auf? Mein Gott, da müsste er doch persönlich anwesend sein. Und das ist er nicht. Dazu hat er keine Zeit, weil er herumreisen muss. Alle Leute immer unterdrücken. Und deswegen stellt er so eine Bohnenstange hin mit einem Hut drauf. Und zwei Soldaten stellt er daneben, dann ziehen sie da die Hosen aus und streichen rot an und so. Und die müssen aufpassen, dass jeder grüßt. Das ist doch ein Blödsinn. Ja. Wer soll denn einen Hut auf einer Stange grüßen? Ach, liebe Frau Sokol, in unserer Welt sind die Menschen immer gezwungen worden, irgendwas zu grießen, was sie eigentlich nicht hätten grießen wollen und nicht hätten grießen sollen. Mhm. Und was tut aber unser Tell nicht? Ja, ich habe keine Ahnung, was tut er denn nicht? Er grießt nicht. Nur wieder vergessen haben, wird er heute das nächste Mal zweimal grießen. Nein, das möchte ihm doch schaden, er ist doch ein Freiheitsheld. Also er grießt nicht und damit fangen die Zores von diesem Tell an. Bei mir haben auch immer die Zores angefangen, wenn ich als Kind nicht gegrüßt habe. Ja, da schicken Sie mir jetzt noch ein bisschen von den Dings hinein, Sie wissen schon, nicht wahr? Weil ich möchte Ihnen die ganze Geschichte von dem Tell erzählen. Also ich fühle so manchmal in mir, ich bin auch so eine, wie soll man sagen, eine tellische Figur, so eine freiheitskämpferische Figur bin ich. Wie sagt der Tell so schön? Jagst im Haus, erspart den deutschen Verkehrsminister. Das, wieso? Na, Zimmermann heißt er, no. Das ist ja wirklich aufregend. Ja, das habe ich doch gesagt. Du glaubst wirklich, dass diese Lafitte in Meißen mit uns verwandt sind? Ja, du, ist das möglich, ist es ohne weiteres. Der Guido hat da vorhin was gesagt, was gar nicht so unlogisch war. Gemeint, das könnte Nachkommen sein von dem Bruder unseres Großvaters. Ja, gut, ich meine, ich glaube ja auch nicht, dass so viele Lafitte herumrennen, die nicht irgendwann einmal den gleichen Stammbaum haben. Ja, also das meine ich auch, nicht wahr? Aber wie wird man das genau feststellen können? Kann nicht wahr sein. Jeder Knopf hängt nur mehr an einem Faden. Jetzt kann ich jeden Knopf einzeln annähen. Das ist ja Wahnsinn. Sie haben mir da ein schönes Ei gelegt, mein lieber Heinz. Na, Sie müssen kürzere Fäden einfädeln. Schon ein altes Sprichwort sagt, langes Fädchen, faules Mädchen. Ich sag dir was, ich habe eine herrliche Idee. Ja? Und zwar rufe ich jetzt bei unserer Fernauskunft an und lass mir die Nummer geben von der Auskunft von Meißen. Und dann rufe ich die Auskunft in Meißen an und frage, ob diese Lafitte dort registriert sind. Fabio. Ja, und dann probieren wir es einfach. Ja, du bist wirklich ein wiefer Bursch. Ja, genau. Und, weißt du was, ich nehme das jetzt gleich in Angriff. Ja, mach das, das ist eine gute Idee. Und sollte ich sie erwischen, rufe ich dich, ja? Ja. Ah, das muss ich schon sagen. Mein Enkel macht mir eigentlich sehr viel Freude. Ja, es ist ein netter Bursch geworden, arbeitet fleißig und zeigt Interesse für Verwandtschaften. Er wird also feststellen, eventuelle Verwandte oder eventuelle Nicht-Verwandte, nicht wahr? Zum Unterschied von dir, Guido. Ja, du bist das immer ganz wurscht gewesen, nicht wahr? Du hast überhaupt keinen Sinn für die Vergangenheit. Nicht besser, aber ich muss jetzt wirklich Ihren Bruder in die Seite springen, weil er hat sich eben in rührender Weise um die gute Luise gekümmert und sie renoviert. Und diese Weste gehört doch sicher zu den Antiquitäten der Familie Lafitte. Wirklich, also ich bitte Sie nur eines. Erzählen Sie meinem Mann ja nicht, dass sich meine Lade in ein Papiertaschentuch verklemmt hat. Wissen Sie, weil sonst habe ich die ganze Woche nichts wie ironischen Randbemerkungen. Bitte, es war ja nicht nur eins, ein ganzes Backerl hat sich quergestellt. Ja, natürlich, weil ich einen Schnupfenanfall hatte. Da oben zieht's doch so wahnsinnig, aber das dürfen Sie meinem Mann auch nicht erzählen, nein, weil sonst fängt er an zu schreien und sagt, ich darf den ganzen Winter nicht oben arbeiten. Da gefällt mir, dass das so gut ist, dieses Zimmer. Naja, jetzt habe ich ja meine alte Weste wieder.
Ja, ich weiß. Die gute Luise. Ja, genau. Soll ich jetzt vielleicht hinuntergehen und Kaffee und Kuchen holen aus der Konditorei? Hm? Nein, mache ich selber. Aber nein, Birgit. Für mich ist das nur ein Hupfer und Sie wollen vielleicht schon hineingehen. Das ist lieb von Ihnen. Macht es Ihnen bestimmt nein, nichts. Überhaupt nicht. Also gut, dann tun Sie es, ja. Gut. Aber gehen Sie in die Küche, da steht so ein Korb, da können Sie es leichter rausnehmen. Wie Rotkäppchen. Ganz genau. Ja, aber lassen Sie sich nicht von einem bösen Wolf aufhalten. Ah, warum? So ein böser Wolf, wenn er fesch ist? Haben Sie recht. Also ich muss sagen, mir haben Zeit meines Lebens immer die bösen Wölfe besonders gefallen. Die haben so was Faszinierendes an sich. Ne? Finde ich auch. Ja. Aber bitte, das dürfen Sie auch nicht meinem Mann sagen. Aber meinen bitte auch nicht. Also, wir sind uns einig. Ja. Kein Wort über die bösen Wölfe. Nein. Wiedersehen. So, ich gehe jetzt. Also, wenn Sie mich fragen, mir ist eigentlich der ganze Willidell eher fad. Nicht in dieser Inszenierung. Aber wissen Sie, das mag vielleicht auch an der Schule liegen, weil da habe ich ja so Schwierigkeiten gehabt mit die Kraniche, das von dem Dings da, von dem Hibiskus da, die Kraniche. Wie heißt der? Ich weiß nicht mehr, Hibiskus, ne? Wie brauchen Sie nicht fragen? Also Tschechisch heißt er bestimmt anders. Ja, Tschechisch, das ist leicht möglich. Ich hab's aber nicht Tschechisch gelernt, sondern ich hab's. Das ist ja der Fehler. Tschechisch sollen Sie lernen. Sehen Sie, jetzt ist praktisch. Aber es ist zu spät, Herr Pavel. Von Ihnen wäre ich schon noch da lernen, wenn ich noch ein paar Mal mit Ihnen zum Heurigen gehe. Wenn ich noch lang da bin, werde ich verlernen. Das glaube ich auch. Wissen Sie schon, diese blöden Kraniche, das war mir auch schon so fad, weil da haben sie einen Sänger umgebracht, ne? Nur weil die zwei Raben genau in dem Stadion, wo der Hetzinger so ein bisschen krächzen, gestehen, gleich aus lauter Schreck, die Mörder. Heutzutage täten sie den Raben die Fingerabdrücke abnehmen, die Fische einsperren und den Mörder freilassen. Und da soll ich mich vielleicht für einen Freiheitshelden erwärmen? Nein, Sie sollen ihn fürs Theater erwärmen. Einzig und allein für das Theater und für diese Freiheit. Wo sind wir stehen geblieben? Ich wollte was erzählen. Stehen geblieben sind wir bei den Ruhm, den Sie noch haben. Na, da sind Sie stehen geblieben, haben mich gebracht. Jetzt weiß ich. Wir sind stehen geblieben bei dem Gößler. Und der Gößler, wie der die blöde Idee gehabt hat mit der Grießerei, nicht wahr? Und zwar hat er gesagt... Guten Abend allerseits. Yay, der Storch. Das ist aber lieb, Birgit, dass du kommst. Klar. Und mir die Tischhause hinaufträgst. Ja, da hinein bitte. Ja, natürlich. Obers extra, weil der Heinz hat ihn gern schwarz, der Onkel Guido dunkelbraun und die anderen sind mehr für goldblond, aber das wissen Sie selbst sowieso am besten. Ich weiß ja alles und du siehst ja, ich kann nicht weg, ja. Gell? Verzeihen Sie, gnädigste. Entschuldigen Sie, sind Sie nicht die reizende Bohnenstange, was da vis-à-vis von der Lafizon, wir kennen sich, gell? Ja, oh ja, aber ich würde Ihnen zum Beispiel nie sagen, dass Sie schon ein älterer, etwas fühliger Herr sind. Mir wäre das peinlich. Naja, weil Sie doch wahrscheinlich ein Wahrheitsfanatiker sind, so wie alle jungen Menschen, aber man ist ja nichts dabei. Wenn Ihnen jemand sagt, Sie sind eine fesche Katz, dann meint er ja nichts Böses damit, nicht wahr? Also wenn ich ein bisschen, wenn ich jünger wäre, in die jüngeren Jahre, da könnte ich mir vorstellen, dass ich so auf Sie ein bisschen ein Flugzeug hätte. Erstens heißt das Flugerl. Flugerl. Und zweitens ist die Birgit eine verheiratete Frau mit zahlreichen Kindern. Ja, und drittens, wenn ich sein möchte, Jünger, hätte ich auch einen anderen im Auge als Sie. Das kann ich gut verstehen, aber es ist doch... Mein Gott, die kleine Kolper, die ist da koschert. Die kleine Lange. Aber Sie dürfen es nicht übel nehmen. War ja nicht best gemeint, schauen Sie. Wenn ein Mann in meinem Alter einer schönen jungen Frau sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich auf Sie fliege und wenn ich jung gewesen wäre, hätte es mich vom Sessel gerissen. Ich meine, da ist doch nichts Böses dran. Ja, Sie haben eh recht. Entschuldigen Sie, Herr Pavel, es war nicht so gemeint. Ich habe falsch reagiert. Nein, das tut mir wirklich Sie haben gar nicht falsch reagiert. Sie haben halt reagiert, wie die jungen Leute reagieren. Das ist es so. Es gibt so gewisse Unterschiede der Ausdruckskraft und der Sprache. Die jungen Menschen reden eine andere Sprache wie die Alten. Das ist manchmal sehr schön, aber manchmal auch sehr traurig, wissen Sie? Denn wenn wir zum Beispiel miteinander Chinesisch reden möchten, da könnte man lachen, aber so. Ja, also Chinesisch kann ich nicht, aber lachen, das könnte ich einbringen. Das ist doch nicht schlecht. Da kommen wir doch schon ein Stück näher aufeinander zu. Also wirklich, wie neu. Wem habe ich zu danken? Dem Schwager Guido. Er hat das mir zu danken. Der Heinz hat pausenlos eingefädelt und ich danke ihm dafür. Aber pausenlos nur deshalb, weil der Guido mich nicht nur
den falschen Knopf durch einen richtigen ersetzt hat, sondern er hat auch alle die lockeren Knöpfe angenäht und noch einige Mottenlöcher gefunden, die es zu reparieren galt. Also mit einem Wort, es war ein Teamwork. Sozusagen. Meine Herren, ich fühle mich verpflichtet im Namen der Schriftstellerin und werde mich in dieses Fossil künftig in sehr wohltuend einwickeln. Sehr gut. Wenn der Guido und ich, ich meine, Hand in Hand etwas angehen, dann kann das nur ein Hit werden. Hand in Hand, anders können wir gar nicht. So, anders könnt ihr gar nicht. Also, ihr werdet lachen, wir haben tatsächlich mit Ihnen geredet. Ja, wir haben Sie tatsächlich erwischt. Ja. So? Na, und dabei hat sich also auch gleich das Rätsel aufgeklärt. Ich hab dir doch vorhin gesagt, mit, ich weiß nicht, wieso die unsere Adresse haben. Ja, ich hab gesagt, einfach. Telefonbuch hab ich Ja, wir haben Freunde in Wien. Ach so. Und diese Wiener Freunde haben eines Tages uns im Telefonbuch gefunden, haben also ihren Lafitz nach Meißen geschrieben. Es gibt auch in Wien Lafitz. Daraufhin haben die Meißen Lafitz gesagt, wo wohnen denn die? Wir möchten uns gerne mit ihnen und so ist das Ganze zustande gekommen. Interessant. Und was noch interessanter ist an der ganzen Geschichte, das sind feine Leute, die wollen auch wissen, nicht so wie der Guido, dem alles ganz wurscht ist, nicht wahr? Nein, sondern so wie der Tommy und ich, wollen die auch wissen, ob sie mit uns verwandt sind. Ja, und stellt euch vor, sie kommen in ein paar Wochen nach Wien, auf ein paar Tage auf Besuch, und da können wir ja dann alles klären, nicht? Ja, da können wir nicht nur alles klären, sondern da ergibt sich natürlich für uns auch die Frage, wir müssen ihnen ja irgendein Programm bieten. Was kann man ihnen, außer was das übliche Schönbrunn und so, das weiß ich eh, aber was könnte man ihnen noch bieten? Ja, also ich meine, wenn ich so. Ja, tun Sie nur. Darf. Ich kenne mich ganz gut aus in den Katakomben. Ah ja. Also Katakomben, das geht so hinunter. Mhm. Ja, hingegen, also Turmführung bitte nein. Nicht, nein. Da falle ich aus konditionellen Gründen aus, aber da bietet sich, wie ich heute im Stiegenhaus bemerken konnte, bietet sich wirklich der Guido. Ja, ja, der Mann muss die Sherpa-Prüfung haben. Ja, ja. Also, und von mir aus übernehme auch ich diese Türme, die Turmsteigerei. Na, was bietest du hin? Also ich übernehme die Jause und das Nacht. Na, das ist gar nicht zum Lachen, ist sehr wichtig. Fehlt mir aber noch ein Beitrag. Ja? Was denn, mein lieber Guido, wirst du machen? Also ich zeige Ihnen die Lipizzaner. Ich kenne dort jemanden. Ah ja, kein Lipizzaner. So, das ist der Hut. Nicht wahr? Also eine schöne Bonnenstange haben wir nicht einmal im Burgtheater. Und Sie, Frau Sokol, Sie sind der Teilknabe. Frau Sokol, sind Sie eh noch da? Ja, ja. Haben Sie sonst an mich zu fürchten? Keine Angst, lieber Strach, wir spielen nur den Wilhelm Tell. Wieso muss ich überhaupt einen Knaben spielen? Ja, weil niemand anderer da ist. Und jetzt nehmen wir uns den Apfel und tun Sie einen Kopf drauf. Wir haben keinen Apfel. Geht's mit einer Banane? Geht mit einer Banane auch und schießt es herunter. Wie schießen Sie denn? Da wird schon sehen. Das macht nur so 1, 2, 3. Hopp! Und Sie lassen fallen, gerettet. Ich hab nicht getroffen, versteht's? Na Gott sei Dank, das hätte man noch gehört. Und jetzt kommt der Gessler. Jetzt kommt der Gessler herein bei der Tür und sagt, was ist mit der Jausen? Wo ist er? Der Gessler. Da steht sie mit dem Hut auf. Da oben sitzen die Leute, sind am Verhungern. Gibt keinen Kaffee, kein Milch. Herr Pavel. Grüß Sie Gott, ich habe eine große Bitte an Sie. Sie sind der Gessler. Ich bin der Gessler. Sie sind der Gessler. Und Sie fragen mich, weil beim Tell heißt es, er hat noch einen zweiten Pfeil im Kescher. Und Sie fragen mich, haben Sie einen zweiten Pfeil im Kecher? Was hätten Sie gemacht, wenn Sie das Kind getroffen hätten? Ha? Haben Sie noch einen zweiten Moment, Pfeil? Moment, langsam. Ja. Schön. Was sagst du? Also noch. Da haben Sie einen Pfeil. Haben Sie einen getroffen? Haben Sie einen Pfeil? Was einen hätten Sie mit dem zweiten Pfeil gemacht, wenn Sie das Kind getroffen hätten? Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich euch. Hätte ich mein liebes Kind getroffen. So habe ich es aber nicht getroffen. Gebe ich ihn an die Armbrust, nehme den Knaben und gehe mit ihm zum Heiligen. Wieder schon, meine Kinder. Aber ja, natürlich kennen Sie ihn. Und sowas ist am Burgtheater. Das ist nur Billetteur. Ich meine, zuerst geht die Birgitte ein Jausen holen, dann schickt man den Heinz nach. Wem schickt man jetzt? Da kann ich mir überhaupt nicht mehr. Ja, also Kinder, einmal halt ohne Kaffee werdet ihr es aushalten. Naja, ja, gut, aber nicht aushalten werden wir naja, schon. Gut, aber soll ich einen Wein holen? Vielleicht nein. Nein, um die Zeit ist Wein nicht gut. Um diese, der Kuh will nicht sein alter Säufer. Naja, ich kann ja einen Spritzen trinken. Aber wir könnten noch was überlegen. Wir könnten doch denen auch, das ist eine weltberühmte Sache von uns, ist das Uhrmuseum. Alle Leute interessiert dich besonders natürlich, aber kunsthistorisches auf jeden Fall. Ja, also ins Theater. Nicht die Rembrandts müssen ins Theater. Nein, Theater, naja, eventuell. Ja, ja, die Kammerspiele werden sicher lachen wollen. Da wollen sie lachen. Ja. Es gibt noch andere Sachen, wo man auch lachen könnte. Ja, das war nicht gewollt. Ja, ich verstehe. Man will ihnen ja was zeigen, was beabsichtigt war. Ja, ja. Der Prater wäre auch noch hübsch.
Na gut, der Braten natürlich, wenn es schön Wetter ist, muss man in den Braten. Ja, kennt da jemand, der ist Riesenrad fahren und damit vom Riesenrad hinunterschauen können über ganz Wien. Donauturm. Donauturm, gerade wo ich. Du weißt, warum der Donauturm so berühmt ist. Nein. Aber das ist der schönste Blick von Wien, da sieht man ihn nicht. Ah ja. Sehr gut. Die kannst du nicht mehr. Der dreht sich wirklich um und braucht. Nein, du, du. Naja, das ist eine alte Geschichte schon. Sehr oben. Schön langsam. Oh, nein, ist nicht so schön. Was ist denn? Nein, in letzter Zeit war es essen.